Hallo Leute, dieses Jahr jährt sich der 200. Geburtstag von Karl Marx. Vor 200 Jahren wurde Karl Marx geboren. Ein Name, der noch heute bekannt ist, und das ist doch schon mal eine interessante Geschichte, denn die meisten von uns sind ja in 200 Jahren komplett vergessen, auch die sich heute für große Denker halten. Also, die Zeit spricht ja dafür, dass da schon mal ein bisschen was dran ist. Und dieser Karl Marx, ihr lest ja die ein oder andere Betrachtung in den Medien. Die Medien sind vielleicht nicht gerade voll davon, aber man liest doch einiges. Und da geht es immer um die Aktualität von Karl Marx. Viele sagen dann auch, ja, was soll man denn mit diesem alten Denker oder Philosophen? Und manche sagen auch, das ist alles komplett Unsinn von aus dem 19. Jahrhundert. Das ist doch im Grunde völlig uninteressant für heute. Mein Video soll ein bisschen Hinweis darauf sein, dass es sich lohnt, mit Karl Marx zu beschäftigen, auch wenn er vor 200 Jahren geboren wurde. Ihr kennt ja meinen Philosophiekanal und da sind ja viele Philosophen drin, die schon ein paar, dein Geburtstag schon einige Zeit zurückliegt. Also das Alter eines Philosophen sagt immer gar nichts darüber aus, ob dort etwas zu holen ist oder nicht. Und meine Formulierung sagt ja schon, es geht immer darum, ob es dort etwas zu holen gibt. Das heißt, gibt es Richtiges, Vernünftiges, Interessantes bei diesem Philosophen? Es geht nicht darum, ob Karl Marx in toto, in der Gesamtheit, sozusagen auf heute übertragbar sein muss. Das haben wir auch nicht bei Kant, das haben wir nicht bei Hegel, das haben wir nicht bei Platon, das haben wir eigentlich nirgendwo, dass ein Philosoph 1:1 auf heute übertragen werden kann und gültig ist. Da sagen wir, das eine ist gut, das andere ist schlecht, das hat er gut getroffen, das nicht. Und warum soll es auch nicht für Karl Marx gelten? Und die Sache mit dem Alter, also der Kapitalismus, beruft sich ja in seiner besonderen Esoterik und Pseudospiritualität auf einen Mann wie Adam Smith, der ja schon 1776 seine unsichtbare Hand eingeführt hat, die die Märkte regelt. Und wenn wir die unsichtbare Hand immer noch verehren können, diese geheimnisvolle Wirkmacht im Kapitalismus, diesen Götzen, den wir verehren, und so ein bisschen marxistischer formulieren, dann können wir auch Marx immer noch lesen. Also, Marx, finde ich, ist ein Denker wie jeder andere. Erstmal dem, wo man sehen kann, was hat er Gutes gebracht, was nicht, was ist heute interessant, was nicht. Da sollte man jetzt nicht in Ideologien verfallen und sagen, gut, böse, darf man nicht lesen oder ist 100% richtig. Also ein Studium Marx lohnt genauso wie ein Studium von Kant oder Hegel, auch heute noch selbstverständlich. Ein paar Videos gibt es zu mir davon, ich bin kein Marx-Spezialist, aber so das eine oder andere habe ich natürlich auch gelesen. Also Marx kann auch heute noch Hinweise geben. Es lohnt sich, sich mit ihm zu beschäftigen. Vielleicht drehe ich auch mal in diesem Jubiläumsjahr noch das ein oder andere Marx-Video. Es gibt ein paar gute Bücher auf dem Markt dazu, die sich mit Marx wieder neu beschäftigen. Und klarerweise haben wir natürlich auch wahnsinnig viele Klischees. Man kann Marx ja auch nicht direkt verantwortlich machen, ich sage es mal platt, dass dann, keine Ahnung, 100 Jahre später ein Erich Honecker auftritt, der auch glaubt, Marx umzusetzen. Also, das ist ja wieder auch bei jedem Denker so, man kann Denker nicht verantwortlich machen für das, was 100 Jahre oder noch später aus ihm gemacht wird. Platon wird auch gerne als Antidemokrat dargestellt und so weiter, weil irgendwelche Leute sich auf ihn berufen haben. Also, das, was Platon oder Demokratie oder Nicht-Demokratie verstand, das ist ja, muss man sehr differenziert sehen. Sicher war er kein Demokrat im heutigen Sinne, aber ich kann auch nicht sagen, weil irgendein Diktator sich auf ihn berufen hat. Deshalb ist Plato nun böse. Also, das gilt hier genauso. Mein Plädoyer in diesem Marx-Jahr, können wir uns mit Marx weiter beschäftigen? Ja, wir sollten es tun. Wir sollten wirklich sehen, was konkret heute noch interessant ist. Und von ideologischen Schemen wie alles oder nichts, gut oder böse, wegkommen. Denn Tatsache ist ja eins, der heutige Kapitalismus, gerade in seinem Übergang zu neuen Formen, braucht eine kritische Analyse
und die kann auch Marx mitliefern. Nicht allein, aber schon auch. Und ich glaube, wer 200 Jahre überstanden hat und man immer noch vor ihm spricht, da ist schon ein bisschen was dran. Das ist nicht nur Medienhype und Aufregung. Und der Medienhype ist ja meistens das, was am allerschnellsten vergeht. Also, beschäftige dich mit Marx kritisch, mit offenen Augen und nicht ideologisch, sondern mit Interesse. Dann bringt das auch was. Das ist eine kurze Intervention, gerade weil ich am Wochenende wieder eine Marx-Doku gesehen habe und ich ein bisschen euch aufmuntern wollte, mit offenen Augen hier auf das Werk von Karl Marx zuzugehen. Aber natürlich auch nicht alles zu glauben. Ich bin ja kein Marxist. Und manche sagen, Marx sei auch kein Marxist gewesen. Bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.